Es ist Prime Day und das hier sind die 5 besten Deals. Hallo, hier ist Fitos von HiFi.de. Und wenn eins der Produkte aus diesem Video für euch in Frage kommt, dann am besten direkt zuschlagen. Alle Links findet ihr unten in der Videobeschreibung oder natürlich auch auf HiFi.de. Der LG C2 ist ein ausgezeichneter OLED-Fernseher mit allem, was man sich an Gaming-Features wünschen kann. Und den gibt's jetzt in 48 Zoll für unter 900 Euro. Wenn es aber nicht ums Gaming geht, dann bekommst du den günstigeren LG A2 übrigens sogar für nochmal über 200 Euro weniger. Soll es aber deutlich größer sein, dann gibt es auch ein echt gutes Angebot für den LG OLED CS in 77 Zoll. Der ist sehr nah am C2 dran. Die kleinen Unterschiede erklären wir übrigens in diesem Video hier, das wir für euch auch in der Beschreibung verlinkt haben. Dass Amazon-Produkte am Amazon Prime Day ins Angebot kommen, ist keine große Überraschung. Aber so günstig war der Fire TV Stick 4K noch nie. Genauso gibt's den neuen Amazon Echo Pop für gerade mal 18 Euro. Es sind auch noch mehr Fire TVs und Echo-Lautsprecher im Angebot. Also wenn ihr euer Zuhause mit Alexa steuern wollt, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt. Ja, ich denke, ihr verzeiht mir, dass es jetzt doch etwas mehr als 5 Deals werden, aber bei den Kopfhörern konnte ich mich auch nicht auf einen beschränken. Weil es gibt sogar 2 echt gute Angebote. Die Bose Quiet Comfort 45 sind hervorragende Over-Ears mit Active Noise Cancelling und man bekommt sie für gerade mal 179 Euro. Wenn es aber noch etwas besser klingen soll, muss man nur 30 Euro drauflegen und kann bei den Sony XM4 zuschlagen, die man dann mit vielen Einstellungsmöglichkeiten noch echt gut personalisieren kann. Ja, das beste Angebot startet erst morgen um 7.30 Uhr. Dann gibt es nämlich den Amazon Fire TV 4 in 55 Zoll für gerade mal 189 Euro. Normalerweise kostet so ein Smart TV mit 4K-Auflösung im Sonderangebot nämlich mindestens das Doppelte. Wir haben den Fernseher hier bei der Vorstellung in London gesehen und können daher sagen, die Bildqualität ist für den Preis auf jeden Fall in Ordnung. Also das ist natürlich kein Premium-Gerät mit toller High Dynamic Range, aber man bekommt 4K-Auflösung und kann den Fernseher in den meisten Situationen gut nutzen. Also stellt euch einen Wecker, wenn ihr den Fernseher haben möchtet. Denn für den Preis wird der nicht lange zu haben sein. Falls ihr das Video nach 7.30 Uhr seht morgen, dann schaut am besten ganz schnell nach. Auch der Link ist natürlich unten in der Beschreibung. Und natürlich gibt es noch eine ganze Reihe an weiteren Deals. Und damit ihr immer die aktuellsten Angebote findet, schaut am besten direkt auf hifi.de. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung. Und wenn ihr nach einem anderen Fernseher sucht oder noch Fragen habt, dann stellt diese einfach unten in den Kommentaren oder noch besser im nächsten Livestream. Dann kann ich sie hoffentlich direkt beantworten. Bis dahin, macht's gut. Ciao.